geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin Paulina Paleva und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute mal was ganz anderes und zwar eine Bauch-Beine-Po-Routine von mir. Also ich sage von vornherein, ich bin absolut kein Profi, was diesen Bereich angeht. Aber ich werde natürlich sehr oft von euch gefragt, wie hast du es geschafft, nach der Geburt von Nika wieder so schnell, so schlank zu werden und wie hältst du das alles und wie machst du das mit deinen Muskeln? Woher kommen deine Muskeln? Natürlich kommen meine Muskeln größtenteils vom Tanzen, selbstverständlich. Aber ich mache in meinem Unterricht, in den Aufwärmungen, bei euch auch oft so Bauch-, Beine-, Po-Übungen ein oder mache es zwischendurch auch gerne mal zu Hause. Und wie gesagt, das reicht mir auf jeden Fall. Daher habe ich halt diese Bauchmuskeln, die ich so habe, die ganz dezenten und auch knackigen Po, würde ich mal sagen. Und ja, das kommt halt von diesen Übungen und die werde ich euch heute zeigen. So, wir starten mit ganz normalen Squats und machen 8 Stück davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und jetzt halten wir 8 Takte unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir bleiben tief, gehen zweimal nach rechts. 1, 2, 1, 2. Zweites Mal. Drittes Mal. Und ein viertes Mal. Und halten nochmal 8 Takte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Von hier aus kommt der Squat mit einem Sprung. Und zwar geht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war der erste Durchgang. Jetzt quasi dasselbe. Noch einmal. Also mit den ganz normalen Squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir gehen nach rechts. 1, nach links. Zweites Mal. Rechts, links. Und drittes Mal. Rechts, links. Und letztes Mal. Rechts, links. Halten nochmal 8 Takte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Squats mit dem Sprung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schnelle Squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann. Und die letzte Runde. Also quasi 3 Runden davon. Nochmal mit den langsamen Squats. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wir gehen nach rechts. Und 1, links. Zweites Mal. Und drittes Mal. Und ein viertes Mal. Und wir halten nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Squats mit dem Sprung. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und schnell Squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, so Leute, das waren quasi 3 Durchgänge. Ja, das ist auf jeden Fall gut für die Beine, extrem gut für die Beine, wie ihr sehen könnt, und für den Po. Ja, so, weiter geht's mit dem Bauch. Dafür braucht ihr entweder eine Matte oder ein Handtuch oder einfach auf dem Boden. So Leute, jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit den Bauchmuskeln. Dafür legen wir uns auf jeden Fall erstmal auf den Rücken. Die Beine kommen hoch. Genau. Also, wir haben verschiedene Durchgänge. Der erste Durchgang sind ganz normale Sit-Ups nach oben. 8 Stück. Ja. Der nächste Durchgang wäre diagonal. Also diagonal nach links, diagonal nach rechts. 8 Stück davon. So, dann kommen 8 Stück, wo wir uns einfach quasi hochziehen. So. 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 Dann kommen 8 Stück, wo wir die Beine nach vorne ziehen. So ähnlich wie beim Fahrradfahren ungefähr. Auch davon machen wir 8 Stück. Genau. Und zum Schluss die Beine hochnehmen und immer langsam nach unten und schnell wieder hoch. Und auch davon kommen 8 Stück. So, ich würde sagen, es geht los. So, 8 normale Sit-Ups nach oben. Anfang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diagonal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir ziehen hoch. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Beine gehen vor. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, die Beine gehen hoch. Wir nehmen die Hände einmal hier unter den Rücken. So, und tief. 1, und 2, und 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Genau derselbe Durchgang nochmal. Anfang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diagonal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir ziehen hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Beine gehen vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beine hoch, Hände hinter den Rücken. Und wir gehen tief. 1. Jetzt müsste es auf jeden Fall schon richtig brennen. 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8. Leute, wir haben es fast geschafft. Der letzte Durchgang. Anfang. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diagonal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir ziehen hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beine vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Beine gehen hoch. Das wird jetzt sehr schmerzhaft. Und tief. 1, 2, 3, 4, ich bin auch am Leiden, 5, 6, 7, 8. So, Beine einmal abstellen und einfach die Muskeln kurz ruhen lassen. Was manchmal auch gut tut, einmal Becken hochnehmen. Und das war's auch schon. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, die Übungen haben euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid ins Schwitzen gekommen und eure Muskeln sind zum Brennen gekommen. Ich sag nochmal, auf jeden Fall ganz wichtig, es ist meine persönliche Routine. Es muss nicht bedeuten, dass diese Routine für jeden gut ist, dass sie jedem was bringt. Aber mir persönlich bringt sie was und deswegen wollte ich sie mit euch teilen. Außerdem, wenn ihr diese Routine macht und ihr merkt, dass es ein bisschen zu schwer ist, es tut euch gerade irgendwas weh, dann macht lieber eine Pause, zieht nicht durch. Ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, dass das jetzt nicht unbedingt eine Routine ist, die für Anfänger ist. Vielleicht auch schon, versucht es, aber eigentlich würde ich eher sagen, dass es eine Routine ist für Leute, die auf jeden Fall auch schon so ein bisschen was mit Sport zu tun haben. Genau. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, das Video liken würdet und auch kommentieren würdet. Ja, ich bin sehr dankbar für eure Rückmeldung und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns schon ganz bald beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.